grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen zu ZFF Daily, wieder direkt vom 6er-Rütenplatz. Heute haben wir zwei ganz spezielle Gäste bei uns. Wir freuen uns sehr, der Dr. Nils Jent und der André Hinnen, der einen Dokumentarfilm mit seinem Kollegen zusammen, mit Stefan Muckli, über Dr. Jent gedreht hat. Erzähl doch gerade mal für die Leute, also es war ja schon viel in der Presse gewesen, es gibt auch ein Buch, um dann später noch darauf werden kommen. Für die Leute, die aber jetzt noch nichts von diesem Doc gehört haben, erzähl doch gerade mal, um was es geht. Der Nils hat vor etwa 30 Jahren einen TÜV-Unfall gehabt, als junger Mann. Er war nachher sehr lange im Koma gewesen, und als er verwacht ist, war er blind gewesen, hat sich kaum mehr bewegen und auch sprechbehindert. Hat es aber nichtsdestotrotz geschafft, seine Matur nachzuholen und dann Karriere als ein Forscher zu machen an der Uni St. Gallen. Und zu all dem ist er einfach noch ein sympathischer Typ, würde ich sagen. Nils Jent, es gibt ja wie gesagt auch schon ein Buch. Und wie war das nachher, als der andere hinten auf euch zukam mit seinem Kollegen und gesagt hat, ja, sie wollen einen Doktor rein? Seid ihr von Anfang an gedacht, da bin ich dabei? Oder habt ihr auch ein bisschen Zweifel gehabt, an diesem Projekt teilnehmen? Also ich hatte zuerst von meinem ehemaligen Doktorvater, Professor Dr. Martin, erfahren, dass da etwas in Ruhe ist, Punto Film. Und dass er dann hinten auf mich zukommen werde. Und als er dann auf mich zukommen ist, habe ich gefunden, das ist erstmal eine spannende Idee. Es ist um einen Masterabend gegangen. An sich ein ursprünglicher Mal. Und so haben sie gefunden, ja, in der Arbeit, in den Filmen zu arbeiten, das ist für mich interessant, das ganze Leben ist lief auf das Thema, was andere hinten bearbeiten, dann nämlich Storytelling. Danke vielmals, wir machen jetzt gerade weiter. Wir kommen zuerst zu unserem Beitrag, und zwar über Zurich Masterclass. In diesem Rahmen haben 20 Filmschaffende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Möglichkeit, Meister von ihrem Fach zu treffen. Und die Zurich Masterclass ist eine Zusammenarbeit vom Zurich Film Festival mit dem Schweizer Radio und Fernsehen. Gabriela Hummel war für uns vor Ort. Ich stehe jetzt hier vor der ZHDK, wo die ganze Woche Zurich Masterclass stattfindet. Das sind Workshops, Vorträge, wo junge Filmschaffende von erfahrenen Leuten lernen können. Im Moment ist da gerade der Workshop für Christine Vachon, und da schauen wir jetzt gerade mal rein. I'm an American producer, and today during the workshop we're really just talking a lot about how to keep producing movies as the world changes, how to get your movies financed, packaged and out into the world. Also für mich ist wichtig, Leute zu treffen und Erfahrungen auszutauschen und auch internationale Leute zu treffen und ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert Filmemachen zum Beispiel auch in den USA, wie anders ist es in Europa, und ja, man kann halt einfach einen guten Einblick bekommen, wenn man mit Leuten spricht. I think mostly what I want them to keep in mind when the workshop is over is that there's a million different ways to tell stories, and we don't have to be so attached to theatrical feature filmmaking. Sie hat ein paar Sachen gesagt. Also ich finde jetzt, also die Amerikaner sind viel mehr auf das Publikum. Also sie sind viel mehr produzieren für das Publikum direkt. Und der Ansatz ist eigentlich etwas, wo, glaube ich, meine jungen Filmemacher eigentlich auch gerne würden umsetzen. Nur ist in der Schweiz oder in Europa das System ein bisschen anders. Und man kann nicht direkt für das Publikum produzieren, weil wir zwischendurch die Geldgeber, das ist meistens so staatliche Stellen, die sind, denen muss man eben einmal gefallen, wenn man ein Projekt hat. Und das ist, das kann, je nachdem kann das eine Verzerrung sein. Also das ist das, was Christine Vachon gesagt hat, und das hat mich noch eingeleuchtet. Das war es mit den Eindrücken vom Workshop von Christine Vachon. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, und jetzt gebe ich zurück zur Zoe. Danke vielmals, Gabi. Wir sind zurück hier im Studio, immer noch mit dem Dr. Nils Jent und dem André Hinnen. André, du hast gesagt, als der Film anfing zu drehen, also es hat sich immer weiterentwickelt, oder? Zuerst war es nur eine kleine Masterarbeit und es ist dann immer weitergegangen. Was ist das Faszinierende am Nils Jent? Spannendste am Nils ist sicher, dass man ihn erst richtig gut kennenlernen kann und in allen Facetten kann erfassen, wenn man sich einfach Zeit nimmt. Und auch, ich glaube, bis wir ein gewisses Vertrauen zwischeneinander aufgebaut haben, hat es auch wirklich einfach die Zeit gebraucht. Und ja, wir haben auch immer mehr herausgefunden, es lange nicht, wenn wir einfach ein paar Mal mit der Kamera vorbeikommen, sondern auch einfach sonst miteinander Zeit verbringen. Und so haben wir uns dann wirklich, ja,
sind wir eigentlich Freunde geworden, oder, würde ich behaupten. Und so haben wir dann auch wirklich viel können voneinander lernen. Hat es manchmal vielleicht auch genervt, dass die ganze Zeit so ein Kamerateam um einen herumschwirrt und man das Gefühl hat, so, jetzt reicht es aber langsam? Nein, das ist wirklich eine schöne Sache. Und ich habe gewusst, sie machen das. Und für mich war es wirklich ein Thema. Ja, ich glaube, mit der Einstellung, also das sieht man auch im Film und auch im Buch, kann man wirklich Berge versetzen oder mit dem Willen. Es gibt auch ein Buch, das eben der Röbi Koller geschrieben hat und das heisst «Dr. Nils Jent, ein Leben am Limit». Die müssen wirklich einen unglaublichen Willen haben. Gibt es aber manchmal doch auch Tage, denke ich mal, das ist auch natürlich, wo man mit dem Schicksal hadert und wo man irgendwie traurig ist immer noch über das, was einem passiert ist oder hässig oder ist es schon auch schon zu lange her? Es ist nicht lange her. Für mich ist es anders wichtig, weil es macht auch Sinn, wenn man hart mit seinem Schicksal umgeht, weil das ändert ja nichts. Danke vielmals, André Hinnen, Nils Jent und natürlich auch noch der Dritte im Bunde, der Stefan Muckli, der jetzt noch gerade nicht bei uns sitzt. Der Film hat gestern Premiere gefeiert und am Donnerstag am Viertel ab 2, am Sonntag am Viertel vor 7 Uhr kann man ebenfalls noch sehen und das im Corso 2. Ganz viel Erfolg hier damit. Danke vielmals, dass Sie hier waren. Und wir kommen zu unserer heutigen Filmvorschau. Die dreht sich um einen Schweizer Film, «Alles ein Ding». Und das ist der letzte Film, wo die grosse Stefanie Glaser noch mitgespielt hat. Es geht um 5 Schwestern, die mit ihrer Grossmutter unter einem Dach leben. Eines Tages kommt die älteste Schwester aus dem Ausland zurück und ein Untermieter quartiert sich ein, der zwar gut aussieht, aber nie ein Wort sagt. Die Schwestern leben zwar zusammen, aber jede hat auch ihr ganz eigenes Leben. Der Film ist kein weit entfernter Hollywood-Streifen, sondern ein Film, wo man das Gefühl hat, mittendrin zu sein, auch mitten am Tisch zu sitzen. Und «Alles ein Ding» läuft am 27. September, am 29. September und am 2. Oktober im Kino Corso 2. Das war es vom ZFF Daily für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und schaut doch auch morgen wieder rein auf zeugfilmfestival.org. Auf Wiedersehen!